Willkommen bei Stampin' Up. Ich bin Axel und als Verantwortlicher für Deutschland und Österreich möchte ich euch zu diesem Technik-Podcast recht herzlich begrüßen. Ich habe Charlotte bei mir. Hallo. Die uns eine tolle Technik zeigen wird. Charlotte, bist du bereit? Na klar. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln und beim Zuschauen. Film ab! Im heutigen Technikvideo dreht sich alles um Pfeile oder auch Chevrons genannt. Pfeile sind momentan voll im Trend. Wir haben viel davon im Sortiment, wie zum Beispiel Stempel, Bänder, Designerpapier, Stanzen, Artikel für die Big Shot, überall Chevrons. Sie sind einfach toll. Die Techniken, die ich euch heute zeigen werde, drehen sich alle um diese Pfeilbordürenstanze. Ich liebe diese Stanze, weil man damit so viel machen kann. Die Stanzen lassen sich ganz einfach am Boden öffnen. Einfach ein Stück Farbkarton flach hinten anlegen und stanzen. Um das Motiv für eine Bordüre zu verlängern, legt man es nochmals hinten an und folgt dem silbernen Muster und stanzt nochmals. Es gibt die Möglichkeit, die Pfeile breiter zu machen. Nehmt den letzten Pfeil und legt ihn am Schluss an. Stanzt und wie ihr sehen könnt, sind die Pfeile breiter. Die kleinen Fussel kann man mit dem Finger wegstreichen. So kann man die Größe der Pfeile verändern. Der Schlüssel hierfür heißt, Übung macht den Meister. Ihr müsst also wirklich experimentieren und ausprobieren. Man kann ultra feine Pfeile machen, indem man den Farbkarton mehr nach rechts oder links schiebt. Üben, üben, üben. Eine andere tolle Technik ist diese, bei der man Pfeilbordüren miteinander verbindet. Kippt man die Stanze, sieht man hier hinten zwei silberne Linien. Das ist der Anfang des ersten Pfeils und das Ende des letzten Pfeils. Ich habe diese hier mit einem Stift etwas verlängert, damit ich sie besser sehen kann. Das hilft euch beim perfekten Anlegen des Farbkartons, wenn das Muster genau am Rand anfangen soll. Dann dreht man es und es sollte perfekt passen. Wenn man mehrere Reihen Pfeilbordüren hat, kann man diese miteinander verketten. Nehmt zwei Bordüren und verknüpft die Pfeile der Reihe nach, um eine schöne Bordüre zu bekommen. Diese kann man dann verschieben, um verschiedene Arten von Muster zu bekommen. Wie zum Beispiel Gitter oder Diamanten. Das ist meine Bordüre und ich finde, sie sieht romantisch aus. Deshalb werde ich sie hier auf der Scrapbook-Seite verwenden. Zusammen mit ein paar Zweigen, Blättern und ein paar Herzchen. Ich muss einfach ein bisschen damit spielen. Hochzeitsfotos ohne Herzen, das geht gar nicht. Und ich werde weiter mit dem spielen. Until I'm happy with it.
But it should look really cute. Es sollte ganz süß aussehen, wenn es fertig ist. Right now, jetzt kommt die Frage, was tun mit all den Resten? Ich habe alle Bordüren gemacht und eine Menge Reste übrig. Well, you keep them, don't you? Nun, viele von euch werden sie aufheben. Man kann zum Beispiel viele Küsse und Umarmungen damit verschicken. You can send lots of hugs and kisses. You can collect them. Man kann sie sammeln und mit ein bisschen Klebemittel einfach hintereinander auf Karten kleben. Birthday cards. Simple with glue. You can join them all up. You can get really fancy. Man kann die Reste einzeln in der Hälfte auseinanderschneiden. In half. Right down the middle. In different colors. And then puzzle them. Und wie ein buntes Puzzle in eine Vorlage kleben. Into a pattern. Just like that. You can finish off a scrapbook. Man kann eine Scrapbook-Seite damit highlighten. As a little quick highlight. Hey Duke. Or you can collect. Oder einfach alle kleinen Reste sammeln und damit überall Bordüren gestalten. So you can just play about. Es gibt so viele Möglichkeiten, die ihr entdecken könnt. Übt einfach. Es muss keinen Sinn ergeben. Bringt ein bisschen Geduld mit und habt einfach Spaß, Techniken mit der Pfeilbordürenstanze auszuprobieren. With this chevron punch. Here we go. A smiley. So I hope you found. Ich hoffe, ich konnte euch heute ein wenig mit der Stanze inspirieren. Chevron punch today. I'd like to see your project. Natürlich möchte ich eure Projekte damit sehen, also postet sie einfach auf Facebook. Hey Charlotte, tolle Technik, das hat Spaß gemacht. Gern geschehen. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss.